Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder, schöner Anblick von hier vorne, muss ich schon sagen. Klaus-Dietrich Flade fehlt noch hier in der ersten Reihe. Also ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Festwochenende hier in der Deutschen Raumfahrtausstellung. Sigmund wird gleich wieder zu uns stoßen, er ist gerade mal vorne beschäftigt. Und so begrüße ich erstmal alle, die schon hier sitzen. Wir haben so viele Raumfahrer hier, ich weiß nicht, ob das schon mal einer auf einen Schlag geschafft hat. Wir begrüßen alle. Ja. Wir begrüßen zuerst den, wenn er auch gerade nicht hier vorne sitzt, Sigmund Jähn, unseren Jubilar, 40 Jahre Deutsche im All, das ist der Anlass, weswegen dieses Festwochenende hier gefeiert wird. Aus der Reihe der Interkosmonauten natürlich heute auch bei uns Eberhard Köllner. Ja, wir freuen uns ganz besonders, dass der erste der Interkosmonauten, Wladimir Remek, zu uns gekommen ist. Er hat sein Jubiläum schon gefeiert, im März war das. Und aus der russischen Raumfahrt haben wir liebe Gäste. Wir begrüßen Alexander Sergejewitsch Iwanchenko. Mitschreiber auf der Station Salyut 6. Und wir begrüßen zum wiederholten Male sehr herzlich Pavel Wladimirovich Vinogradov. Wir haben ganz viele deutsche Raumfahrer hier. Wir begrüßen ganz herzlich Klaus-Dietrich Flade.
bedanken der ESA, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der Werbekampagne der Sächsischen Staatskanzlei So geht Sächsisch. Wir danken der Sparkasse Vogtland und der Gemeinde Mullenhammer. Lieber Sigmund, das ist, ja, eigentlich, du hast damit angefangen, das ist dein Jubiläum, aber schuldlos? Na dann, aber wir sind froh, dass du das gemacht hast. Schließlich ist nicht zuletzt diese Ausstellung und unser schöner Arbeitsplatz auch dabei rumgekommen und dafür möchten wir dir auch mal ganz herzlich danken. Wird also nun aus seiner Sicht mal zurückblicken auf diese Zeit, auf die 40 Jahre, vielleicht auch die Zeit davor. Also wir freuen uns auf seinen Vortrag. Bitte, lieber Sigmund. Ja, also wir haben gesagt, von Rautenkranz in den Weltraum. Rautenkranz ist uns ja, wie wir von der näheren Umgebung sind, gut bekannt. Und ich freue mich auch sehr, dass es so viele Freunde der Raumfahrt gibt. Und noch mehr freue ich mich auf unsere Gäste, auf die Männer und Frauen, noch mal keine dabei, die im Weltraum waren, auf den Wladimir Remek, einen guten Freund. Aus der Tschechischen Republik. Natürlich mein Mitflieger ist gar nicht so richtig. Der Ingenieur der Raumstation und seine Frau ist natürlich auch dabei, eine Frau Professorin. Und Pascha Vinogradov, der Mann, den ich auch sehr achten gelernt habe, der mich bei der letzten, in Baikonur unter die Rakete. Die Rakete stand schon so mit 70 Grad, war eigentlich kein Zugang für andere Leute, aber er sagt, komm mal mit. Und selbst der Generaldirektor hat das geduldet. Bekannter Mann in diesem recht eigenartigen Milieu. Wenn ich mich erinnere an die Schulzeit, dann vor allen Dingen auch an meinen Schulfreund Lothar Queck. Wir saßen von der ersten Klasse an bis zur letzten, also hier bis zur 8. nebeneinander, haben uns nicht geprügelt, haben uns eigentlich gut verstanden bis heute. Ich wollte dieses Bild dazu nutzen, um sozusagen meinen Dank zu sagen an dieses Rautenkranz, eigentlich Morgenrede, Rautenkranz, wir sind ein Doppeldorf, aber das, mit dem Morgenrede, es ist ja wieder ein anderes Volk als hier, muss man schon sehen. Aber dieses Bild zeigt einmal diese MiG 21, F-13 für die Kenner hier, die ich mal eingeflogen habe, also einfliegen ist ein Begriff, dann muss man es deuten. Es war ein Werkstattflug, die war so, wenn man also eine gewisse Stundenzahl erreichte für so ein Flugzeug, dann muss man in die Werkstatt, Rückwechsel eventuell und so weiter. Und deshalb ist es auch dokumentiert, ich musste das dann eintragen ins Buch, weil ich unlängst irgendwie angegangen wurde von der Seite. Die hast du ja nicht selber geflogen, das war ja eine andere Verlassung. Nein, es war die. Und was wir sehen, ist eben diese Ausstellung, diesen Block, das ist schon heute
mindestens bis morgen Rede, aber auch weiter bekannt. Und viele Leute freuen sich darüber, dass es dieses Haus gibt hier. Und die Leute, die Frauen, das ist ein Frauenbetrieb, die ihr Herzblut hergeben, um das alles attraktiv zu machen und attraktiv zu halten. Und natürlich müsste man sich auch bedanken, jetzt sehe ich aber gerade den Professor Karl-Heinz Marek, der wiederum für mich viel getan hat, und den Eberhard Kölner, meinen, wie man so sagt, Double, und viele andere auch schöne Gesichter. Nicht nochmal, ich will nicht ewig reden, aber die Erinnerung an die Zeit in der Schule hier, die kommt mit zunehmendem Alter doch mal wieder. Wir hatten einen Lehrer, Lothar kann sich genauso erinnern, das war eigentlich kein Lehrer, sondern ein Prügler in der Zeit 44, 45. Ich hatte mal zum Beispiel eine gekriegt und da fiel ich mir so auch das Blut aus der Nase, ich sehe es auf mein Heft, weil ich wahrscheinlich widerlich geschrieben habe, das mache ich heute noch. Es gab hier Fliegerangriffe noch, das hat mich wieder vielleicht auch in eine bestimmte Richtung geführt, Fliegerangriffe auf Plauen, wo man als Kind nur die Flugzeuge sah, nichts weiter. Auch standen hier ein paar Lokomotiven auf dem Bahnhof, die wurden beschossen, da sind wir gleich hinterher und haben die Löcher untersucht. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwie zu dieser Fliegerei gekommen, als die Nationale Volksarmee gegründet wurde. Im Osten, im Westen war das genau das Gleiche, nur ein bisschen, vielleicht noch früher. Jetzt. Jedenfalls irgendwann als ich schon glaube Oberst war, gab es eines Morgens eine Überraschung für mich. Ich wurde zum Chef Luftstreitkräfte befohlen und fand dort etwa gleichaltrige Leute, keiner von uns wusste, worum es ging. Und dann wurde es klar, es kam der Professor Grote, der Chef der Akademie der Wissenschaften der DDR-Takta damals. Und dann ging eine Art Auswahl bereits los. Wir wurden einzeln zu dem Professor Grote hineingeführt, einzeln, wie gesagt, und er erklärte mit kurzen Worten, worum es ging, um Auswahl von Leuten, von Fliegern, die in der Sowjetunion dann auf einen Raumflug vorbereitet wurden. Das ist mir eingegangen damals, die ungewöhnliche Erklärung seines Daseins. Das Lehrgangsziel der Gruppe ist ein Raumflug und die Forschungsarbeit im Weltraum. Und dieses Ziel wird in diesem Kurs nur einer erreichen. Also es war klar, es wird auch ein Wettbewerb entstehen. Das war aber eigentlich nicht das Ausschlaggebende für mich, war dann froh, dass ich mit in dieser Gruppe war. Die erste Gruppe, Sie sehen hier eine verklebte 1, das war der Benannte, wie das immer so ist, einmal ausgewählt, das war mein Lieblingsmensch. Und die Nummer 2, für die Namen jetzt nicht sagen, die Nummer 3 ist jetzt hier, der Eberhard Kölner, oder ich war wohl die 3 und der war die 4, das ist egal. Wir sind zu viert
Sie sehen schon, wer neben dem Chef steht, der Chef. Das war eigentlich der gesetzte Kandidat, der Chef, zu sehen in der Mitte. Und dann kam eines Tages, wir machen also Russisch und Physik und wissen schon, Wiederholungszeug, wir sollten ja nicht ganz dumm nach Moskau fliegen. Haben wir so 3-4 Wochen verbracht mit normalen, richtigen, guten Lehrern, die haben uns ein bisschen aufgerüttelt. Wir waren ja eigentlich nur Flieger geworden. Und dann trat eine Geschichte ein, die mich hier ein bisschen weitergebracht hat. Wir wurden nochmal ausgewählt, also eben auf die 4 Mann, und es gab diese Spezialisten, Doktor und diese Hals-Nasen-Ohren-Mann und so weiter. Und beim Hals-Nasen-Ohren-Mann kam ich in Schulitäten. Ich kriegte so eine, wie ich Dings sage, gezeigt und sagte, ja, es riecht, aber ich kann nicht sagen, wie es heißt. Die zweite Ampulle, genauso. Ein anderer Geruch, ich kann aber nicht sagen. Ich war auch heute kein Küchenfreund, damals nicht wie heute. Und in diesem Moment kam das Glück in Form eines russischen Doktors. Inzwischen gab es also nach 8 Wochen ungefähr, kam eine Delegation von Ärzten aus Moskau, Fachärzte, die wollten was mit nachvollziehen, die Geschichte. Der kommt rein, einmal. Und er wird gemeldet, dass der rumsitzt, nicht riechen kann. War eigentlich peinlich. Und dann hat er diese Ampullen da genommen, hat sie eine nach der anderen sich in die Nase gehalten, oder 2 war. Und dann kam die dritte, die roch von Weiden nach Essig. Also ich konnte riechen, aber ich wusste nicht, wie es heißt. Ich sage Uxus-Panuski. Ich habe gesagt, ist noch nicht. Woraus war ich da durch? Und dann kam die Reise nach Moskau und von den 4 Mann, wie auch immer, wurden die Falschen bestätigt. Also die ersten beiden wurden nach Hause geschickt und die den zweiten beiden, das war immer Kellner und ich. Und so ging das also los. Jetzt muss ich mich beeilen. Und dann kamen diese Geschichten. Test auf dem Drehstuhl. Man konnte mich drehen, eigentlich bis zum Gehen nicht mehr. Ich habe das überstanden. Da war mir auch Rautenkranz schuld. Im Rautenkranz gab es nach dem Kriege eine Reitschule, also so ein Drehapparat. Reitschule ist ein Karussell eigentlich. Und da war wieder ein Affenkäfig drauf und den Affenkäfig konnte man dann nochmal drehen. Und das konnte ich am besten. Weil man da, es konnte alles schlecht werden. Wie habe ich es im Kopf? Kennst du den Mund? Ja, ja, ne? So. Dann kamen diese Geschichten, hatten auch keine Probleme. Also Belastungstest. Training in der 80-0G-Verträglichkeit, die Schwerelosigkeit. Eine Nummer 4. Und dann kam die Wissenschaft, zum Teil noch hier, zum Teil in Moskau, wieder zu weit führen. Das ist wahrscheinlich auch alles ein bisschen lange her. Ein paar Impressionen vom Flug, aber die Rakete normal. Also die Rakete anzuschauen, wenn man die Verachtung einen Schlaganfall kriegt, ist was Solides. Das ist also echte, gute Technik. Und ich fand, man kann sich dieser Rakete anvertrauen ohne Probleme. Ich glaube, es gibt auch kein billige Времена, когда эти ракеты неправильно работали. Но не смертельными. Es ist keiner umgekommen auf die ganzen Jahre, ist schon was. Dann haben wir uns natürlich auch in dieser ganzen Zeit bekannt gemacht mit den 4 Männern,
aus der Latina Remek, mein Freund aus Tschechoslowakei. Ja, Gorio, my personal comment is to your report on the ministry. Komm mal, mal umschalten wieder. Sascha, was mal Josch? Das ist der junge Mann, der hier vorne sitzt. Portingenieur der Salutstation, das haben wir schon so viel. Unten sehen Sie diese kleine Geschichte, die auch eigentlich auf das Konto des Kommandanten oder des Kommandeurs der Station ging. Ich hatte diese Puppe mit und die jeden Abend im Fernsehen kam bei uns im Osten. Und der Kavaljonok, der Kommandant, hatte diese kleine Mascha aus Weißrussland. Er ist also ein Weißrussen. Und da haben wir die dann verheiratet, auf Wunsch des Kommandeurs. Ich konnte ja auch nicht mehr sagen, ich habe eine andere Aufgabe. Und viel erst ging das ganz gut, aber viel später haben die Höhlenmacher gemauert und haben uns das Spielchen sozusagen weggenommen. Wissenschaft, es ging also alles ganz korrekt zu, jedes Experiment war genau verplant und man konnte auch, wenn nichts dazwischen kam, an Bord die Zeiten einhalten, die vorgegeben waren. Danke. Die Malatoi Kapitel. Na, hier ging das darum. Das war schon eine sinnvolle Sache. Wir sollten die Hörschwellen testen mit diesem Gerät. Mit diesem Gerät. Und das war sehr sinnvoll ausgedacht, wo war das? Ich glaube von Dresden. Die Ursache dafür ist aber, dass in der Station Ventilatoren laufen müssen, nicht um Krawall zu machen, das machen sie nebenbei, sondern um die Luft, die ja CO2-haltig würde, übermäßig CO2-haltig, wenn sie nicht bewegt worden wäre, es gibt ja eben keine eigene Bewegung mehr. Und da sollte man messen und feststellen, wie sich der Lärm verändert und vergrößert oder nicht. Das war ein sinnvolles Experiment, das die Dresdner da entwickelt hatten. Die MKF-6 vor vielen Jahren hoch und gelobt, aber von den Spezialisten immer noch hoch anerkannt. Hier habe ich wieder eine Erfahrung gemacht, die ich eigentlich aus der Schule schon kannte. Gewicht und Masse sind völlig verschiedene Dinge. Also wenn man, ich musste hier den Film wechseln, gibt es ja heute nicht mehr. Solche Rollen waren das jeweils. Und man hat zwei von diesen Kassetten, die waren schon leer, also leichter als die andere. Da war diese schwere Kassette noch drin. Und tatsächlich, wenn man, ich habe sie ja so mit dem Finger vor mir her bewegt, war zu fühlen, wo und wie der Widerstand ist. Und die eine war eben massereicher und die musste man mehr anstoßen als die leeren, die Masse. Ich war auch mit einem Fotoapparat, Pentagon 6. Die sehr gute Bilder lieferte. Das ist das Horn von Afrika zum Beispiel. Ach, Bearbeitung und dann die geologische Betrachtung. Das ist der Professor Marek, der hier sitzt mit seiner Truppe. Abflug. Wir hatten die Aufgabe, das war eine solide Geschichte zum ersten Mal, unser Raumschiff, das links dranhängt, Soyuz 31, oben zu lassen, mussten alle Logements, also wo drauf lag, und die
wichtigen Dinge dalassen und sind dann mit dem Raumschiff der vorher gestarteten Besatzung abgekoppelt. Also mit dem Raumschiff rechts, okay. Und dann habe ich fotografieren sollen und wir zu sehen ist auch überfolgt. Und der Kommandant hat das Raumschiff so langsam der Hand um die Station geführt. Über diese Aufnahme, die auch sehr emotional ist, das Rückfliegen auf die Erde von dieser Weltraummission, in 1000 Jahren werden sie darüber lachen, aber das war eben eine Geschichte für uns. Danke. Landung war etwas ruppig. Ich erinnere mich, dass es erst hieß, wir sollten später landen, aber dann haben sie gesagt, holt sie runter. Und hier kann man aber kein Schuld feststellen, weil es war mit Wind angesagt, nicht Schwankungen. Weil nur der Kommandant, also der in der Mitte saß, Valery Pikowski, konnte den Schirm abwerfen. Das war die normale Reihenfolge. 1 Meter über den Boden, aber ich schätze mal 1 Meter über den Boden. Und dann, wo wir vielleicht 10 Zentimeter über den Boden waren, hat er natürlich daneben gegriffen oder ist abgerutscht. Und das krachten ganz schön runter, haben uns ein paar Mal überschlagen, kam zur Ruhe. Und ehe ich mich wieder besinnen konnte, merkte ich, irgendwas brummt hier noch. Ich hatte noch eine Pumpe auszuschalten, die sollte das keine Minus. Damit die Leitungen nicht leer gepumpt wurden von dem Rest der Pumpengeschichte. Naja, da haben wir uns ein bisschen überschlagen. Nach dem Flug. Na, alles Mögliche, das brauche ich nicht erzählen. Hier rechts war Raudenkranz. Das Bild mit dem Professor Obert, das habe ich richtig herzlich gern gehabt, die Bilder mit dem Obert. Weil dieser Professor Obert, den ich kennengelernt habe bei seinen Lebzeiten, der ist über 95 Jahre so schon gestorben. Das ist ein Wissenschaftler gewesen, der sehr, sehr viel für die Raumfahrt, für die Raumforschung getan hat. Ich habe ihn in Moskau kennengelernt. Die Professoren und gescheiten Leute von der Raumfahrt in Moskau kannten ihn besser als wir. Und er wurde hochgeachtet. Naja, lauten kann es auch hier nochmal. Jetzt bin ich mal am Ende. Ich wurde 88, also noch in DDR-Zeiten, eingeladen vom Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und es stellte sich heraus, dass es wohl schon Verhandlungen gab mit der Bundesrepublik Moskau und der Bundesrepublik jedenfalls. Haben die Männer, das ist jetzt eine Hypothese, aber die ist der Wahrheit nahe, haben die Mitnehmer denn gehen nun eventuell? Sie hatten auch schon 5, 6 Mann in der Ausbildung und es war klar, die Amerikaner kommen mit dem Shuttle nicht auf die richtige Matte, haben sie offenbar mit mir gespielt und die Einladung wusste ich nicht, wie die ausgeht. Und da gab es einen Fall, Raimund, weiß nicht, ob du mir zustimmst. Jedenfalls, ich wurde eingestellt, zum zweiten Mal eingeladen, wo eine Pressekonferenz stattfand und der Name, komischerweise. Der ranghöchste Chef der kosmischen Ausbildung im Generalstab der Sowjetunion war der Generalmajor Schatalow oder Generalleutnant. Und Schatalow, ich wurde durch eine geöffnete Tür so ein bisschen reingucken lassen, durfte ich. Ja, rein und sah. Und da sah ich ihn sitzen, aber er sah mich nicht.
Dann höre ich Herzklopfen dreien in diesem Raum, wo die Pressekonferenz stattfand. Und er stützt, steht auf, kommt mir entgegen und umarmt mich, Borowski. Und mir fiel ein Stein vom Herzen. Und dann bin ich mit dem Klaus Lade, der hier sitzt, und dem Reinhold Ewald, der auch hier sitzt, an einem Tag, vorher war ein Empfang in Bonn, sind wir am nächsten Tag gemeinsam nach Moskau gefahren. Und damit will ich hier Schluss machen. Dankeschön. Werte Gäste, lieber Sigmund, unsere Schulfreunde, die wenigen, die noch unter uns sind, haben mich gebeten, für dich eine kleine Dankesrede oder wir, wie man heute sagt, eine Laudatio zu halten. Du weißt ja, dass ich kein großer Redner bin, deshalb habe ich mir einiges aufgeschrieben, um nichts zu vergessen. Denn vor deinen hohen Gästen zu sprechen, bekommt man auch sogar mit 81 Jahren noch starkes Herzklopfen. Ja, lieber Sigmund, vor 75 Jahren, 1943, wurden wir hier in Rautenkranz in die damalige Grundschule eingeschult. Es war keine schöne Zeit, denn es war Krieg. In den Nachkriegsjahren kamen neue Lehrer sowie viele Umsiedlerkinder in unserer Schule, mit denen wir uns erst so nach und nach angefreundet haben. Viele Kinder waren unterernährt und wurden zur Erholung in Kurheime geschickt. Wir beide hatten das Glück und kamen gemeinsam in das wir uns damals weit entfernte Auerbach, in das Kinderkurheim Knollswilla und verbrachten dort einige schöne erholsame Wochen. In der Nachkriegszeit waren die Nahrungsmittel sehr knapp. Wir Kinder mussten mithelfen, diese Zeit zu überstehen. Wir halfen auf den Feldern oder fütterten und betreuten die Kaninchen oder andere Kleintiere. Wir taten es gern, denn wir wussten, dass zu den Festtagen wieder mal ein Braten auf den Tisch kam. Trotzdem hatten wir Kinder hier im Meutenröder-Rautenkreis eine schöne Kindheit. Es waren ringsum die Wälder, wo wir Pilze und Beeren sammelten. Wir hatten die freie Natur zum Austoben, das Bad in unserer Nähe, in dem wir uns im Sommer im Wasser tummelten und im Winter den vielen Schnee vor unserer Haustür, wo wir gleich auf unseren alten Brettern mit primitiven Lederriemenbindungen stiegen oder Schlitten fahren konnten. Auch in den Schulferien fuhren wir in so manches Ferienlager, wo wir mit unseren alten Fahrrädern ohne Gangschaltung, manche noch mit Hartgummireifen,
zum Zelten unter anderem auch in die Sächsische Schweiz. Die Kindheit ging viel zu schnell zu Ende. Jeder erlernte einen Beruf. Nach deinem Lehrabschluss zogst du in die Welt hinaus, um fliegen zu lernen. Kamst aber auch immer wieder gern mal in deinen Geburtsort zurück und wir kamen zusammen und tauschten unsere Erlebnisse aus. Auch als du in Moskau studiertest, waren unsere Verbindungen nie ab, denn damals wurden noch Briefe und Karten geschrieben. Dann kam der 26. August 1978, vor 40 Jahren. Wir erlebten deinen Start mit Walter Bikowski hier im Ragenkranz vor den Bildschirmen mit dem Reporter, dem damaligen Reporter Sergio Günther. Und wir als Schulfreunde drücken euch beiden die Daumen und hoffen, dass alles gut gehen möge. Nach 8 Tagen landeten wir in der kasachischen Steppe. Die Medien sprachen von einer weichen Landung. Unsere Schulfreunde schickten dir ein Glückwunschtelegramm nach Baikonur und es kam sogar an. Denn du antwortest damals am 9. September mit den Worten: Herzlichen Dank, viele Grüße aus Baikonur, Sigmund. Das Telegramm habe ich sogar mit hier. Später kamst du in dein Land zurück und wurdest als Held gefeiert, aber das Wort Held wolltest du nicht hören. Dann bist du als frisch gebackener Kosmonaut und fliegender Vogtländer in deinen Heimatort Nordrhein-Ragenkranz gekommen. Deine ersten Worte auf der Turbine waren: Glück auf, ihr Ragenkranz und Morgenröder. Und die Leute waren begeistert und manche hatten Freudentränen in den Augen. Ein Junge aus unserem kleinen Dorf mit einem Raumschiff als erster Deutscher die Erde 4-mal umrundet und ist mit seinem Kommandanten wieder glücklich gelandet. Lieber Sigmund, wir feiern heute den 40. Jahrestag deines Randfluges in dieser herrlichen Ausstellungshalle, die es ohne dich gar nicht geben würde. Nicht bezahlt. Du hast unseren gemeinsamen Geburtsort Nordrhein-Ragenkranz so bekannt gemacht, dass viele Menschen hierher kommen, um diese deutsche Raumfahrtausstellung zu besuchen. Auch die Mitarbeiter dieser Ausstellung lassen sich immer etwas Neues einfallen, um alte und junge Menschen zu begeistern. Lieber Sigmund, hier deine alten Schulfreundinnen und Schulfreunde sind stolz auf dich. Du bist zwar hoch und weit geflogen, aber auch immer auf dem Teppich und Mensch geblieben. Wir haben viele schöne Klassentreffen erlebt. Ob hier im Ort in der Gaststätte oder in deiner Hütte oben im Wald. Du warst mit deiner Frau Erika immer sehr gute Gastgeber. Wir wünschen dir und deiner Familie Gesundheit und alles Gute und vielleicht in nächster Zeit wieder mal ein Treffen in kleiner Runde in deiner Hütte oben im Wald. Deine alten Schulfreundinnen und Schulfreunde. Auch seine Glückwünsche überbringen. Sigmund, ich wollte dich bitten, noch einen kleinen Moment hier vorne mit zu bleiben. Ich kann da auch einen Stuhl herbringen. Der Herr ist auch wegen dir gekommen.
geehrter Herr Yen, sehr geehrte Damen und Herren, уважаемые господин Yen, уважаемые дамы и господа. Für mich als Botschaftsrat der russischen Botschaft zuständig für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet Bildung, Wissenschaft und Forschung. Es ist eine Ehre, hier eingeladen zu sein und Sie begrüßen zu dürfen. Для меня, как советника посольства, ответственного за сотрудничество в сфере науки, исследований и образования, это честь быть приглашенным на это мероприятие и приветствовать вас. Es gab mehrere Deutsche im All, aber Sie waren der Erste und Sie sind der Erste. Было несколько немецких космонавтов в космосе, но вы являетесь, были первым, и вы являетесь первым из них. Bleiben Sie immer so optimistisch und energievoll, wie Sie sind. Оставайтесь таким же оптимистичным и полным энергии, каким вы являетесь. Sie sind, glaube ich, ein echtes Vorbild für die jüngeren Generationen, die nach Sternen streben. Вы являетесь примером для молодых поколений, стремящихся к звездам. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel, noch mehr viel menschliches Glück und noch mehr Erfolg. Я желаю вам и вашей семье еще больше человеческого счастья, еще больше успеха. Und natürlich möchte ich im Auftrag vom Botschafter Herrn Michaev Ihnen die Gratulation vom Leiter des Roskosmos, Herrn Rogozin, überreichen. Я хотел бы по поручению посла России в Германии, господина Мичаева, передать вам приветственный адрес от руководителя Роскосмоса, господина Рогозина.